Sturm Graz ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat das Steirer Derby mehr als deutlich gewonnen. Mit dem ersten richtigen Spielzug sind wir dann in Führung gegangen, glücklich. Während des Torjubels ist ein 20-jähriger Sturmfan auf das Absperrgitter des Gästesektors geklettert, hat dort den Halt verloren und ist kopfüber auf die Laufbahn gestürzt. Er hat sich einen Schädelbruch zugezogen, ist aber außer Lebensgefahr. Hart dafür arbeiten, dass der Lauf so weitergeht und daran bin ich, dass ich jeden Tag für Tag arbeite und schaue, Woche für Woche die Leistung bringe. Ein Tor hätte vielleicht noch ein bisschen für Schwung gesorgt, aber heute hat man gesehen, ich glaube, also heute hätten wir auch wieder 10 Stunden spielen können und hätten nie ein Tor gemacht.